Hallöchen, Popöchen, Leute, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Shorts-Kanal. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Bevor dieses Video hier anfängt, möchte ich euch kurz daran erinnern, dass es nur einen einzigen YouTube-Shorts-Kanal von mir gibt, und das ist dieser hier. Wie ihr wisst, treiben sich viele Fake-Accounts von mir rum, und besonders einer, Beauty Craze, ich werde ihn euch hier nochmal einblenden, ist besonders groß mit seiner Fake-Masche, und das bin nicht ich, das möchte ich einfach nochmal betonen. Ich habe nur zwei YouTube-Kanäle, einmal einen großen, mein Hauptkanal, den Beauty Bands, ganz normalen Beauty-Bands-Kanal, und dann einmal diesen hier, den Beauty-Bands-Shorts-Official. Also wenn euch irgendwelche anderen Kanäle vorgeschlagen werden und ihr die abonniert habt, dann bitte ich euch, die bitte zu entabonnieren. Das bin nicht ich, das sind Fake-Leute. Ich gehe zusammen mit meinem Anwalt schon dagegen vor und wir verklagen tatsächlich die Person. Deswegen würde ich mich einfach wünschen, wenn ihr mich da unterstützen würdet und die Fake-Leute einfach deabonnieren würdet. Wie ihr vielleicht schon mal auf TikTok mitbekommen habt, bin ich ein sehr großer Tuchmasken-Fan. Ich besitze tatsächlich ganz schön viele Tuchmasken. Ich habe sie mal gezählt und es waren über 100, glaube ich. Übrigens trage ich jetzt diese süßen Eyepatches von Essence auf, aus dieser neuen Kollektion. Oh, die sind irgendwie da drin verschwunden. Das passiert mir so oft. Ich habe mal eine sehr bekannte Reihe auf TikTok gemacht. Und zwar, du hast niemals eine Tuchmaske von... Da konntet ihr in die Kommentare schreiben, welche Tuchmaske ihr glaubt, habe ich nicht. Und darauf habe ich dann ein Video gemacht mit einer echt witzigen Stimme. Und ich muss sagen, ihr habt diese Reihe wirklich komplett geliebt. Ich mache mir jetzt übrigens auch noch eine Tuchmaske drauf. Und zwar eine weihnachtliche natürlich. Mittlerweile mache ich diese Reihe ja nicht mehr. Aber vielleicht fange ich sie ja nochmal an, wenn ihr sie so sehr feiert wieder wie damals. Ich dachte mir, damit ihr mal alle Tuchmasken-Videos in einem Video habt, schneide ich jetzt mal alle Videos zusammen, die ich jemals über Tuchmasken gemacht habe. Es sind ganz schön viele Videos, deswegen teile ich das in zwei Teile. Das hier ist der erste Teil und ganz bald kommt dann der zweite Teil. An dieser Stelle würde ich sagen, dass ich meine jetzige Tuchmaske mal einwege. Wir sehen uns am Ende wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Niemals eine Tuchmaske von Ariel. Haha, das ist Ariel. Und das eine Tuchmaske, haha. Ich habe noch mehr von Ariel. Badesalz und Badebombe. Igitt. Lol, eine Muschel. Du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Baby Yoda. Das ist Baby Yoda, haha. Lol. Und das ist eine Tuchmaske. Was sagst du jetzt? Ich habe noch mehr von Baby Yoda. Das sind Baby Yoda Augenpads. So süß. Tja, du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Jasmine. Das ist Jasmine. Und das ist auch Jasmine, haha. Lol, ein Haarband. Ich bin einfach so schön, haha. Das ist eine Tuchmaske. Wild. Ich sehe aus wie die originale Prinzessin Jasmine. Ich habe noch Badesalz. Ciao, Jasmine. Du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Olaf. Okay, das könnte schwierig werden. Haha, das ist Olaf. Ich bin King, haha. Und das ist eine Tuchmaske. Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen.
Ich habe gewonnen, deswegen drück endlich aufs Plus, ihr Schlawiner. Und du hast verloren, haha. Du hast niemals eine Tuchmaske von Aladdins Flaschengeist. Haha, das ist Chini, der Flaschengeist. Wie witzig, haha. Und das ist eine Tuchmaske, einfach wild, haha. Mensch, drück aufs Plus. Was würdet ihr euch von einem Flaschengeist wünschen? Und sorry, du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Elsa. Haha, das ist Elsa von Die Eiskönigin. Und das ist eine Tuchmaske, haha, lol. Warum ist die so gruselig? Wenn man Elsa von Wish bestellt. Ich habe noch diese Schneeflocke. Das Wasser glitzert so schön. Naja, du hast verloren, haha, lol. Du hast niemals eine Tuchmaske von Winnie Pooh. Das ist doch Winnie Pooh, haha. Wusstet ihr, dass Winnie Pooh eine psychische Erkrankung hat? Er hat eine Fresssucht. Die Maske riecht nach Honig, lol, wie witzig. Yummy, einfach yummy, haha. Ich habe noch mehr von Winnie Pooh. Eine Winnie Pooh Honigtopf-Badebombe. Lol, so schön. Das sieht komisch aus, oder? Okay, okay, ciao. Haha, du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Mickey Mouse. Mano, ich habe wirklich keine von Mickey Mouse. Aber dafür habe ich eine von Minnie Maus. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich habe noch ein Minnie Maus Haarband. Das ist eine Tuchmaske. Ich finde mich süß. Oha, wir könnten einfach Zwillinge sein. Mickey Maus Pulli, du hast gewonnen, ich folge dir. Du hast niemals eine Tuchmaske von Donald Duck? Das ist Donald Duck, haha. Wilde Sache. Oh mein Gott, das ist eine Tuchmaske, lol. Quark, 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 haha. Quark, 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 war klar, du hast verloren. Autsch. Du hast niemals eine Tuchmaske von Cruella de Vil. Nummer 1, haha. Nummer 2, haha. Und Nummer 3, haha. Ich habe noch mehr von Quelle de Vil. Eine Quelle de Vil Haarmaske. Ich habe noch mehr, haha. Das sind Quelle der Will-Lippen-Tattoos. Tuff, tuff. Okay, fail, egal, ich habe noch mehr. Quelle der Will-Lippenpflege. Sorry, aber du hast haushoch verloren. Du hast niemals die Disney Sister Love Kollektion. Einfach ein Disney-Paradies, haha. Ich habe alle Augenpads von Essence. Nummer 1 Jasmine Augenpads, Nummer 2 Rapunzel Augenpads und Nummer 3 Mulan Augenpads. In einer Packung gibt es sogar 3 Stück, lol. Fühlt sich so gut an, haha. Ich habe aber noch mehr. Oh mein Gott, einfach Lidschattenpaletten. Nummer 1 Jasmine Lidschattenpalette. Nummer 2 Rapunzel Lidschattenpalette und natürlich noch Mulan Lidschattenpalette. Mit der schminke ich mich jetzt auch.
Diese Farben sind einfach wunderschön. Ich liebe es, aber das war es noch nicht. Ich habe noch mehr. Haltet euch irgendwo fest, lol. Ich habe einfach die berühmten Essence Mascaras in Prinzessin Edition. Ich habe noch Wimpern von Mulan. Natürlich noch von Jasmine und Rapunzel. Das ist der fertige Look. Die Kollektion bekommt ihr bei Essence Online oder in ausgewählten Drogeriefilialen. Du hast niemals eine Tuchmaske von Ursula. Welches Lied ist das? Das ist die böse Ursula. Und das ist eine Tuchmaske, haha. Happy Bitch. Ich habe noch mehr von Ursula. Eine Ursula-Haarmaske. Immer drauf damit, lol. Noch mehr, lol. Ich habe noch mehr von Ursula. Oh mein Gott, Ursula-Augenpads. Lol, Muscheln. Wer fordert mich als nächstes raus? Ich muss mal wieder sagen, du hast verloren. Du hast niemals eine Tuchmaske von Anna. Welches Lied ist das? Das ist zweimal Anna, haha, lol. Und das ist eine Tuchmaske, krass. Wo ist Olaf? Klopf, klopf, willst du einen Schneemann bauen? Nein, haha. Ich muss mal wieder sagen, du hast verloren. Du hast niemals eine Malesifin-Maske. Nummer 1 Malesifin-Maske. Nummer 2 Malesifin-Maske. Lol. Ich habe noch mehr von Malesifin. Eine selbsterwärmende Augenmaske von Malesifin. Seid ehrlich, das ist ziemlich cool, aber wartet, ich habe noch mehr von Malesifin. Eine Malesifin-Badebombe. Das sieht creepy aus. Igitt, was ist das? Ich dachte, die Badebombe wäre cooler, lol. Es ist doch immer das Gleiche, du hast verloren, haha. Alter Schwede, bin ich Grinch. Wir sind am Ende angelangt und das zeigt auch diese Tuchmaske, denn die muss jetzt wirklich mal vor meinem Gesicht runter. Die war lang genug auf meinem Gesicht jetzt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Meine Haut ist jetzt richtig gut gepflegt. Den Rest von der Tuchmaske tupfe ich übrigens immer ganz gerne noch in meine Haut ein. Und das war, wie gesagt, jetzt der erste Teil von meiner TikTok-Tuchmaskenreihe. Freut euch schon sehr gerne auf den zweiten Teil, der wird ganz bald online kommen. Und vergesst nicht, meinen YouTube-Shorts-Kanal hier unten zu abonnieren. Der erste Link in der Beschreibung ist mein Hauptkanal, da könnt ihr natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar hier unten in die Kommentare. Ich lese sie übrigens immer sehr gerne durch und es freut mich immer sehr, von euch zu lesen. Und vergesst eben nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Und bis dann. Tschüss.